Miles braucht mich am Rathaus. Es ist wie immer absolut wahr. Überall in der Stadt sind schwarze, klebrige Monster aufgetaucht. Ich wiederhole, es sind Monster in der Stadt, die sich aus bisher unbekannten Gründen verbreiten. Es gab zahlreiche Meldungen vermisster Personen, verschwundene Angehörige, geliebte Personen und Freunde. Und wir glauben, dass wir diese Sache jetzt durchschauen. Diese Kreaturen entführen uns. Aber zu welchem schändlichen Zweck, das wissen wir noch nicht. Aber es ist wichtiger denn je, dass wir aufeinander achten. Gehen Sie nicht allein raus, außer im Notfall. Sie könnten die Nächsten sein. Ich fürchte, das Schlimmste kommt erst noch. Team hier ist. Das ist schlimmer, als ich dachte. Keine Spur von Harry. Der muss hier sein. Genki meinte, dass dort einige Zivilisten eingesperrt sind. Offenbar haben sie jetzt als Unterschlupf genutzt. Wir bringen sie da sicher raus. Wie können es so viele sein? Als würde er eine Armee aufbauen. Laut seiner Aussage versucht er, die Welt zu heilen. In der App gibt es Dutzende von Nachrichten von Leuten aus dem Rathaus. Sie versuchen, aufs Dach zu gelangen. Dann sollten wir den Weg freimachen. Dort oben ist ein Notausgang. Na los! Aber es klingt nicht gut da drin. Wir arbeiten dran. Die Luft ist rein. Schaffen wir sie raus.
Spider-Man hier! Alles okay? Spider-Man! Er sagte, etwas von dem Ding sei immer noch in ihm. Verstehe. Ich glaube, ich kann es aus ihm rauskriegen, wenn ich zur Quelle gehe. Dann komme ich mit dir. Der Plan aus, Lee. Spider-Man finden. All diese dunkle Materie sollte uns zu ihm führen. Alles klar. Bin unterwegs. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Spider-Mans Geist. Ich habe gesehen, was die Kreaturen den Leuten in der Stadt antun. Sie drängen den Kopf ein, manipulieren deine Wünsche. Neidisch, weil sie kopiert haben? Ich weiß, das ist ein Witz, aber genau das meine ich. Dieses Ding fürchtet aus irgendeinem Grund meine Macht. Und ich, wir, sind die Einzigen, die sein Versteck finden können. Also packen wir es an der Wurzel. Und Spider-Man ist frei. Das ist der Plan. Also gut. Hat ihn stärker im Griff, als ich dachte. Also, den Symbionten schwächen, Kontrolle übernehmen und dann Spider-Man retten. Womit fangen wir an? Wir müssen rausfinden, woher sein Schmerz kommt. Komm mit. Ich führe dich an den dunkelsten Ort. Aber ich weiß nicht, was uns dort erwartet. Es ist logisch, dass Spider-Man an diesen Ort denkt. Die meisten von uns sind seinetwegen hier. Er beschützt New York. Ja, aber eine Zelle ist womöglich nicht die Lösung für jedes Problem. Hier unten. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube... Miles! Der Symbionte, er hat alle getötet. Problem gelöst. Das glaubt Pete aber nicht. Nein, aber er könnte sich so fühlen.
diese Schurken. Er dachte, echt, der Anzug ist die Lösung. Bin das? Ich? Sie haben viel Schmerz verursacht. Diese Schuld werde ich für den Rest meines Lebens zurückzahlen. Da vorne ist was. Ist was da. Ich habe Pete schon länger nicht nach ihr gefragt. Was ist mit mir los? Wenn man sich von einem Teil seines Lebens einnehmen lässt, vergisst man leicht den Rest. Sieh mal, wer da ist. Komm her. Können Sie es jetzt wieder gut machen? Peter! Ihre Kraft hat denselben Effekt hier drin. Ja. Ich glaube schon. Näher werde ich wahrscheinlich nie wiederkommen, ihn mir anzusehen. Und das verdiene ich auch nicht. Lee, was hat sie angetrieben? Was wollten sie? Rache. Norman Osborn ist schuld, dass meine Eltern tot sind. Also machte ich es mir zum Ziel, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Es tut mir leid, Miles. Da oben. Das ist die Quelle. Wenn wir das beseitigen, können wir ihn vielleicht retten. Nein. Es muss auch anders gehen. Vielleicht. Vielleicht. Eine Option haben wir noch. Wenn ich meine Kraft in den Symbionten leiten kann, könnte ihn das neutralisieren und Peter befreien. Was passiert dann mit ihm? Das werden wir sehen. Denn das... Meine letzte Gelegenheit ist, Ihnen was zu sagen. Ich verzeihe Ihnen nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann diesen Hass nicht ewig mit mir rumtragen. Also klären wir das. Sie und ich. Bereit? Wie gefällt Ihnen das? Warum haben Sie mir die Kräfte nicht eher verliehen? Die sind nützlich! Von mir hast du die nicht! Hab ich nicht? Huh.
Mann! Mir geht's gut! Kämpf einfach weiter! Geschafft. Komm schon, Spider-Man. Miles? Spider-Man, wach auf! Anzug. Oh, was ist das? Miles, was war das denn bitte? Sie und ich haben den Symbionten in dir beseitigt, der noch da war. Um dich zu retten, musste er seine Kraft in dir entladen, um Schritt gehört zu haben. Warte, ihr arbeitet zusammen? Ich konnte dich doch nicht sterben lassen. Miles, das ist... Langsam reicht ein einfaches Dankeschön nicht mehr aus. Ich weiß. Ist okay. Ich hab ihn nicht verdient.
Wir haben dich wieder. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich habe Jahre meines Lebens nur an Rache gedacht. Und dadurch alles verloren. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich nicht so bin. Hilfst du einem, hilfst du allen. Wo wollen Sie hin? Die Dinge richtig stellen. Auf deine Art. Wow. Deinen größten Gegner zu läutern. Das habe ich noch nie geschafft. Vielleicht hatte MJ recht. Wozu braucht die Stadt mich, wenn sie dich hat? Weißt du, ich glaube, diese Stadt kann gut zwei Spider-Man brauchen. Verschwinden wir von hier. Eine Spur von Harry? Noch nicht. Kam was dazwischen. Ich glaube, Miles hat mich gerade gerettet. Was ist passiert? Es gab noch einen Symbionten in mir. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete, damit du es weißt, ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen. Und meinem Vermieter gekündigt. Und was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte, würde ich mit niemandem lieber im Schleim stecken als mit dir. Ah, geht mir ganz genauso. Halt nach Harry Ausschau. Ich melde mich, wenn ich was höre. Okay, während der Suche nach Harry sollte Spidey auch noch anderen helfen.